Das wissen wir alle, wir haben die nigerianische Woche. Wie nenne ich das? Gummisoße. Gummisoße? Gummisoße, so das. Gummisoße. Wie ich das immer gedacht habe. Ich kann euch sagen, was reinkommt. Fleisch kommt rein. Rind haben wir hier, ne? In diesem Fall Rind. Die Basis bilden auf jeden Fall Okra und auch Bono. Das sind afrikanische Sachen. Lecker aus. Und Kartoffeln, ne? Die sind hier schon im Kochtopf. Aber geschält, gewürfelt, halbiert, wie man will. Da wird nachher. So eine dreieckige Masse draus. Dreieckige Masse draus. Normalerweise okay. Nimmt man halt in Afrika traditionell irgendwie so Yamswurzeln dafür. Ja. Kartoffeln hat man halt eigentlich eher nicht in Nigeria, Afrika, aber so als. Eigentlich ist es egal. Hauptsache ein stärkhaltiges Lebensmittel, das nachher so eine, ich sag mal, etwas so Brötchenmassenmäßige Konsistenz hat. Interessant. Dann dürfen wir das Fleisch rein. Dazu kommt ein bisschen Salz. Dann ein bisschen mehr Salz. Was kommt noch dazu? Ja, die kleine Chili. Schneide ich mal kurz. Da wird das Fleisch mehr nicht anbackt. Guck mal. Ich arbeite so gerne mit Leber. Ich schneide jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rein. Nicht zu viel Wasser, einfach nur ein bisschen. Okay. Und wenn wir jetzt gerade nichts zum Abdecken haben, nehme ich einfach den hier und wechsle damit ab. Ja, hilfreich. Einfach runterschneiden. Perfekt. Runterschneiden. Kann auch noch gut dazu passen. Oh, gibt es reichlich immer in der Dynamic-Küche. Reicht dir das hier? Eins, zwei, drei, ja, das vier? Das sollte für die Fleischmenge auf jeden Fall reichen. Vier Knoblauchzehen. Kommt dann auch noch dazu. Hier immer, Knoblauch, ich schneide immer das hin, das Ende richtig schön ab. Und dann kann man meistens schon die erste Seite abziehen und dann geht, glaube ich, der Rest, also meistens geht der Rest sofort ab. Je einfacher das geht, desto älter ist der Knoblauch, desto frischer der Knoblauch ist. So, wie willst du deine Knoblauchzehe haben? Ach, an diesem Punkt will ich sie alleine schaffen, glaube ich. Ich finde sie mal weiter. Oder so. Okay. Also das haben wir auch ein bisschen klein. Damit würzen wir quasi das Fleisch. Wo sind die Jalapenos? Die sind schon drin. Ach, die hast du schon reingepackt. Ah, hier sind sie. Ja. Genau. Man riecht es, man riecht die Schärfe. Jetzt kommt noch dazu. Wird das zwischendurch umgerührt? Ja, wollte ich jetzt das machen. Es ist schon wichtig, ab und zu mal zu rühren, einfach nur zu gucken, dass sich die Sachen ein bisschen verteilen, beziehungsweise dass wirklich nichts anbackt. Weil man kann nie wissen, ein bisschen Wasser verdampft halt doch schon mal. Und wenn es zu trocken wird, dann brennt es an und das ist dann unschön. Und das reicht eigentlich so. Was mir jetzt noch fehlen, sind diese Brühdinger. Ah, deine nigerianischen Brühwürfel. Ja, so ungefähr. So Taste Africans Prefer. Auch wenn ich keine Schleichwerbung machen will für bestimmte Sachen. Natürlich ist halt natürlich immer noch am allergeilsten, aber damit kann man sich ganz gut helfen. Ja, ist ja extra für nigerianisches Essen. Wie viel machst du da rein jetzt? Zwei Stück? Ja, ich mache jetzt mal zwei Stück. Das kann ruhig sehr würzig werden. Das soll es eigentlich auch, weil das Fleisch sehr viel abkriegen soll. Ich finde, wenn man Fleisch einfach zu spät würzt, dann schmeckt Fleisch einfach nur noch Fleisch, aber schmeckt dann halt an sich nicht so wirklich. Weiß ich nicht. Sieh. Schneide den Teil weg. Eine kleine Spitze. Das mache ich mir ein paar, damit ich nicht so den Arbeitsaufwand habe. Oh, interessant. Ein absolutes Lieblingsessen. Wenn das Fleisch, sag ich mal, fertig ist oder weit genug ist, sollten wir hiermit auch fertig sein. Okay, die hackst du jetzt noch ein bisschen durch, so? Ja. Aber nicht zu klein, ne? Nicht zu klein. Also wenn es noch ein bisschen grob ist, haben wir noch ein bisschen Konsistenz. Ich habe es auch schon mal püriert. So, okay. Das werden zwei Gläser jetzt. Also 0,6. Dazu. Und dann lassen wir es erstmal kochen. Wie lange? Erstmal so die nächsten 15 Minuten. Okay. Aber das muss jetzt erstmal ein bisschen, sag ich mal, einweichen. Dann ändert sich nachher die Konsistenz von dem Ganzen hier auch ein bisschen mehr. Abschmecken.
finde, da kommt jetzt noch ein Glühwürfel rein. Das wird sehr würzig. Okay. Die werden jetzt mit unserem Meister Stampfer gestampft. Ja, einfach ganz normal stampfen jetzt hier. Also unter Afrika wird das Ganze mit Hitze gemacht. Eventuell, wenn das Ganze nachher zu kalt wird, kann man Salz würde ich nicht unbedingt reinkippen eigentlich. Das ist noch gar kein, nicht bei Kartoffeln gekocht. Okay. Nicht Salz. Ah, okay, okay. Ich mache Salz immer am Ende lieber. Okay. Dann geht's. Aber soll halt nicht salzig schmecken. Das mache ich das erste Mal so. Sieht schon deutlich afrikanischer aus. Also es ist schon Arbeit. Auf jeden Fall. Es ist wie bei den Freunden in Videos, die ganze Zeit so dumm, dumm, dumm. Diese hölzernen Dinger. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist schon Arbeit. Und das ist auch nochmal so eine Art. Ja, Klebstoff schon. Also die afrikanischen Küche ist schon auf jeden Fall nice. Das hat auch einen ganz anderen Geschmack. Ich weiß nicht. Hier, möchtest du mal riechen? Boah. Das ist schon sehr heftig. Deswegen sollten wir hiervon auch nicht zu viel verwenden. Ich will ein bisschen so. Das schmeckt, glaube ich, nicht. Ich muss das machen. Und ich will es nicht roh essen. Wenn du Koch bist, musst du alles roh essen, einmal. Weißt du, schwimmst ins Meer, suchst den Thunfisch und beißt roh rein. Um zu wissen, wie Thunfisch schmeckt. Auch weil es sehr krass schmeckt, ist so mindestens so 10-15 Minuten kochen, damit der Geschmack ein bisschen weggeht. Und wir werden schon nach, sagen wir mal, 5-10 Minuten noch eine letzte Spezialzutat hinzugeben. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie so Gummi, ja, geschmolzenes Plastik sowas. Wenn das so die Schulter zieht. So, wir können schon reichen. Das Öl ist relativ dominant. Das gibt dem Ganzen auch mal ein bisschen den Flavor. Ich rühre das hier. Okay. Jetzt gucken, dass hier es nicht verkocht. Und zwar Crayfish Grounded. Das sind Garnelen, smoked. Also quasi geräuchert, wenn man das hier sieht. So, der letzte das sind Rest. Garnelen? Ja, also wenn ihr guckt, das ist hier wirklich richtig kleine Winzchen. Das sind so Garnelen, das ist so Fischpulver quasi. So. Darf ich mal riechen? Ja, es ist auch sehr... Du musst es unbedingt probieren. Ja. Alles mit was ich... Also, ich glaube, selbst wenn es giftig wäre, würde ich es trotzdem probieren und dann ausspucken. Weißt du, was ich meine? Okay. Wie viel Gramm? Grammmäßig kann ich es nicht sagen, aber es ist ein bisschen. So bei der Menge, eigentlich würde ich nicht mal alles nehmen, weil das auch wieder dominieren kann, so richtig stark. Es kommt aber auch relativ zum Schluss. Man muss aber noch ein bisschen kochen, damit es halt so seinen mehligen Geschmack oder was auch immer verliert. Und ja, das war jetzt sehr interessant. Also. Dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Ich drehe ein bisschen die Temperatur runter, lasse ein bisschen köcheln. So, für die nächsten 5 Minuten und dann kann ich es eigentlich runternehmen. Dann ist es fertig. Ja, wenn die Form so ein bisschen heiß. Typisch afrikanisch. So. Für mehrere Personen. Ja. Ist schon trocken, aber er sagt, das muss so sein. Ja, das muss so sein. Dann isst das halt gleich alle mit der Hand. Ja, mit der Soße. Und natürlich gibt es dazu irgendwas zu trinken. Am besten ist natürlich Wasser. Normalerweise macht man das traditionell aus was? Traditionell aus Yam-Wurzeln oder aus Curry. Das ist auch noch eine Wurzel. Das sind sag ich mal, die afrikanischen Kartoffeln, wenn man so will. Die sind halt so länger, größer, die können auch so groß werden, so dick, sind von innen halt weiß und es ist halt auch stärkhaltiges
Aber ähnelt der Kartoffel sehr. Ähnelt der Kartoffel, der ist ein bisschen fester vom Geschmack her und ist ein bisschen bitter. Okay. Ein bisschen, ja. Ich nehme jetzt Gummisoße, ein, um deiner zu schneiden. Und es hat natürlich auch richtige. Wahrscheinlich ist es Okra Soup. Das wird sowieso, das wird die afrikanische Bezeichnung sein. Oder Okbono Soup oder Okra Okbono Soup. Weil halt diese, das sind die Hauptbestandteile, die das Ganze so gummimäßig flüssig machen. Die passen halt ganz gut zusammen. Und ja, das ist die Soße mit dem Fleisch. Ich glaube, das war das perfekte Foto. Letztes Wort von dem Koch. Ja, Von den Game Changern, jetzt auch mit Visitenkarte. Ja, ich würde sagen, lasst es euch schmecken, versucht es nachzukochen oder kommt mal vorbei. Dann kochen wir mal gemeinsam. Alles klar.